Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road 96. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben ja da noch den Autoschlüssel. Ist der Schlüssel für dieses Auto? Nö. Okay, aber ein Autoschlüssel, ich weiß nicht. Welche Kunden? Da ist nicht einmal wer. Mann. Hallo! Zehn Liter unleaded. Oh, das geht aber sehr schnell. Sehr gut. Wiederschauen. Ich kriege einen Lohn? And now, a sneak peek of today's Sonia show. When asked if he feared his political opponent, President Tyrak chuckled and said, "Who?" Tune in later to hear more. Das waren die News. Oh nein, ich glaube, die Sonja kommt da nur vorbei. 15 Dollar Diesel. Gerne! Ciao, Jungs! Ich habe mir schon gedacht, dass der wird sich auch denken, hey, warum arbeitet die da jetzt? Ich hatte keine andere Wahl. Kämpft, kämpft, kämpft. Kann ja laufen. Okay. Hey, little young to pump gas, aren't you? Was darf sein? Just give me 12 bucks of V-Power. Did I see a kid run off? You did, yeah. V-Power 12. Für 12 Dollar war das jetzt, oder? Thanks, kid. Now, about that kid. Oh, Scheiße. Die haben die Zoe drin, oder? Kann das sein? You hear about the hitcher? Nope. Just for the gas. He ran off towards my shed. I know he plans to cross. He said as much. And who are you? Ich bin auch ein Anhalter. Was hast du denn, dass ich über die Grenze will, oder? Na, ist ja klar. Have I seen you someplace? Stay right there. Come on, Reed. Let's have a look. Flip me. I know what you're thinking, kid. You want to help the kid, but that would be a mistake. You understand what I'm telling you? Nein! Lauf!
Steh doch auf! Was kriegst denn du am Boden umher? Wow. Toll. Okay. You can go. I am. You didn't break any law? Those guys were just on a power trip. Sorry I yelled at you like that. Had to make it look real. Erst einmal umschauen. Der gute Frog. They don't bother me unless it gets violent. If you say so, kid. Bye, kid. Take care, okay? Okay, danke, Mrs. Officerin. Okay, ich habe jetzt nur immer einen Autoschlüssel, ne? She let you go? That's what he deserved. Filthy teen like that. Now get out of here before I call the cops again. Okay, so hat doch er dann die Cops, die sind nicht zufällig vorbeikämen. Okay, ich verstehe. Ich hätte jetzt da noch mal kurz schon. Ja, kann ich da jetzt irgendwas machen? Dies verstehe ich nicht. Zeichnung einer Antenne. Und 3 Mülltonnen. Ist doch 100 pro die Antenne da drüben. Und 3 Mülltonnen. Da. Oh! Gehe vom gelben Schild aus 10 Schritte in die Richtung, in der die Natur die Gegend zurückerobert hat. Und dort wirst du ihn finden, meinen unglaublichen Schatz. Okay. Gelbes Schild, 10 Schritte in die Richtung, in der die Natur die Gegend zurückerobert hat. 10 Schritte, gelbes Schild. Ich schätze mal da, oder da? 1, 2, 3, 4, 5. In der die Gegend? Zurückerobert hat.
Okay, jetzt warte mal. Ich muss das nochmal lesen. Die Natur, die Gegend, ja, wo die Natur. Und der Natur, die Gegend, okay. Vom gelben Schild. Gut, da wird es ein Netz, aber da kommen wir gar nicht rüber. Ja, es kann in die Richtung sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es muss irgendwas da in dem Bereich sein. Wohnwagen. Dem die Natur die Gegend zurückerobert hat. Kann das Auto irgendwie sein, gell? Oh Gott, das sind ja schon mehr wie 10 Schritte da überhaupt nicht. Das funktioniert sowieso nicht. Also ich würde das jetzt schon da finden, oder? Schau mal da zum Auto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mann! War da irgendwas? Oh, da kann ich mich erholen. Das habe ich gar nicht gesehen vorher. Ja. Das ist jetzt aber ärgerlich. Ich habe gesagt, mein Gefühl, dass das da beim Auto irgendwas ist. Das ist irgendwo irgendwas da, oder? Muss doch sein. Man, 10 Schritte sind ja nicht viel. Gut, ich gehe mal. 10 Schritte. Echt, das ist ja irgendein Hinweis. Baum und ein Fisch. Na komm, ich tue mich einfach mal erholen. Vielleicht ist er das da gemeint mit einem Schatz oder so. Aber weiß nicht. 6. Juli. Oh, jetzt ist Nacht, okay. Okay, nur mal schlafen kann man nicht. Oh, ist jetzt aber auch interessant in der Nacht. Oh, kann ich das vandalieren? Okay. Ja, komm. Hallo, ich bin nur immer da, ne? Haha.
Ich fahr jetzt. Abfahrt. Ich hab jetzt einfach schon das Auto geklaut. Haha! Nice. Sehr gut gemacht. Boah, ist echt ein weiter Weg. Okay. Es ist immer ein rotes Auto. Ich bin schon. Oha! Naja. Erst einmal essen. Oh! Okay. Was ist jetzt los? Oh! Hallo. Okay. Oh mein Gott. Was wollt ihr? Das entscheide ich, ne? Okay. Okay, gib Gas. Los geht's! Das war Polizei. Das war auch die Polizei, oder? Oh nein, jetzt fangen die zum Streiten an, oder was? Oh nein! Ja, Klappe. Ah ja, die sind ja verknallt, ne? In ihr. Well, I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah, I guess that's it. Wow. Only one thing left to do. To be sure this is the right move. Give the kid Mitch's ultimate bank robin quiz. Yeah. Well, you don't have a choice. Sorry. Here's how it works. Get enough questions right. You and Mitch become robin partners. But don't, and Mitch and I have to. I don't want to spell it out. Doch, sag's. Ich muss schon wissen, um was da jetzt geht. Da ist ein Stern da oben. Too many quarters, this
Ach so, okay. Ja, gut, okay. Wenn es neblig ist. Okay, also man kann es sowieso nicht gewinnen, ne? Ja, los! Schrauber. Yeah, because from inside it, people look like ants. Stan and I were saving up for one. We were 0.1% of the way there. Oh nein. Question 4. Okay. Final question. Haben wir jetzt sowieso schon verloren? In deinem Versteck. Im Bett herumhüpfen. Vergraben. Das musst du halt merken. Oh. Oh. Alter, die zwei. Oh Mann. Naja. Ich bin, ja, schaut mal, ich bin doch trotzdem weit gekommen mit meinem Auto. Oh! Ah, schaut mal, wir kommen da rüber. Interessant. Wie spät ist? Okay, wir haben nur Zeit. Wow, ich habe drei Dings verloren. Hm. Okay. Alex! It's a bug messing with the connection. But don't worry, prepubescent Einstein here is gonna fix it. Hey Alex! Now? Help me a sec, homegirl. I got a bug I need to fix. Mr. Ursus isn't hearing me well. If I leave the booth, he'll hang up. I know it. Don't sweat it, Mr. Yu. It's just a hitchhiker. Herr Yu? Mr. Ursus. He's a friend of mine. Was soll ich machen? I put a metal detector on it. Check the ground near the pole over there. Alex Computer, er kann alles. Yo. Okay, was den Boden? Oder was soll ich checken? Hm? Oh. Go vote. Oh, ich habe eine Kassette gefunden. Geil. Graben, graben. Er war eine Dose, okay. Da kann ich einen Schlüssel vielleicht finden. Geld, okay. Noch nicht. Ich hab sicher gleich. Ah, okay, ich glaube, ich habe alles gefunden. Ah, nein, das darf man nicht vandalisieren. Oder so. Okay, also ich glaube, dass ich alles da entdeckt habe, weil der Computer jetzt weg war. Ja, ja, okay. Gerne. Okay.
up some fake radio emitters to help the brigades. They got an illegal radio broadcast. The fake emitters throw the cops off. I got a run, Alex. Wait, wait, my parents. Sorry, kid. Now's not the time. We'll talk soon, okay? Promise. Don't hang up. Yo, press the button again. Hello? Too late. He's gone. Okay, schade. Ja, ne, wir wissen ja von ihm schon, von seinen Eltern die Geschichte. Also so sicher nicht alles, aber was da passiert ist. Oh nein. Oh, ich habe 2 Dosen. Es regnet, kann ich die Dosen jetzt nicht irgendwie aufstellen? Alles in Ordnung. Oh nein, er hat ganz rote Augen. I'm looking for info on my bio parents. And they died when I was young. In the attack in 86. But I haven't come up with much. Thanks. My mom, I mean my adoptive mom, said I might not find out anything. But I didn't believe her. She's at home, or on the road doing her job. Come on, let's wait out the rain in the booth. Aber ich hab 2 Dosen. Ich muss irgendwas mit den Natur kehren, oder? Dein Rucksack ist nur draußen, Alex. I don't know. Warum nicht? Yeah, I guess you're right. Tu es, Alex. So, ich kann auch zahlen. Nein, ich hab nur $3. Einfach mal, ich hab nur $3. Echt? Precinct 22, Officer Fanny. Ich hab gewusst, dass sie die Mutter ist. Ey, ich weiß nicht, habe ich das ausgesprochen, wo wir das erste Mal auf die Fanny getroffen sind? Hat er gesagt, ja, sie hat einen Adoptivsohn und so. Oder Adoptivkind, ich weiß jetzt genau, wie es gesagt hat. Ich hab. Also mein erster Gedanke war, dass der Alex ihr Kind ist. Und das stimmt anscheinend. Again soon. I promise. I love you. Bye. Bye, baby. Come on. It's cramped in here. Also, da hätte ich das mal reingehen an Alex. I feel better now. Thanks for encouraging me to call. Hey, gerne. They fight for what they believe in. I can respect that. People say they caused the peak to collapse, but I think that's BS. You? You think so, huh? Well, maybe they did it after all. I still have a few things to clean up around here. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want.
Hey, geil, danke. Geil. Aber ich glaube, ich werde gehen. Hätte ja viel Glück, aber warte mal, ich mag den Müsli-Riegel. Danke dir. Ich habe schon aufgegessen. Obwohl. Ah, warte, ich nehme glaube ich doch das Taxi. Ich habe irgendwie Angst, dass meine Energie wieder wegkommt. Oh, seit hier Folgenpause übrigens. Ich glaube, jetzt wird er wieder gespeichert. Ich hoffe, man hört meine Waschmaschine im Hintergrund. Die ist sehr laut. Okay, bin mir sicher, dass man es ein wenig hört, ne? Okay, 7. Juli. Okay, schaut, jetzt überschneiden sie. Ah, okay. Okay, okay, okay. Hm. Na gut, Leute, dann machen wir da jetzt eine Folgenpause. Und bis weiter geht, erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin.